Recht herzlich willkommen zur 276. Folge von City Skylines. Jo, erstmal Dankeschön für die Genesungswünsche. Mir geht's auch schon ein bisschen besser. Ist nicht mehr ganz so schlimm. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir halt hier weiterkommen. Und zwar waren wir ja bei der Mülldeponie, die hier hinten irgendwo ist. Und da war unser Problem mit der Ampel und der Straße hier. Ja, dieser Stau ist auf jeden Fall schon weg. Und jetzt haben wir nur noch den hier. Und da war noch die Ampel, die wir irgendwann mal eingestellt haben. Jetzt ist die Frage, wie tickt die jetzt wirklich, ne? Also hier rechts ist kein Rückstau, da ist nur noch dieser linke Stau und dann da. Ja, das ist jetzt noch hier zu machen. Jetzt ist die Frage, wie ist die eingestellt? Grün. Die kriegen jetzt erstmal grün. Jetzt stehen sie schon bis da. Das heißt, dann kriegen die auch noch grün. Ich sehe keine Option, wo ich das speichern kann. Zeitgesteuerte Ampeln. So, jetzt muss die rot werden und die auch rot werden und dann wird die grün und die grün. Ist die Frage, ob die das hier so nehmen oder nicht. Was sind das denn? Klicken Sie auf die Kreuzung, habe ich. Zeitgesteuerte Ampeleinrichtung. Schritt hinzufügen. Aha. Boah, das ist aber kompliziert. Ja, das wüsste ich auch gerne. So, das machen wir wieder aus. Wir gucken erstmal, was hier so passiert. Aber hier staut sich schon bis dahin. Das ist nicht gut. Hier ist der Stau schon weg. Die fahren jetzt gar nicht mehr, oder was? Doch, jetzt kommen sie dran. Aber ich finde, das ist nicht mehr zeitgleich zu denen. Das heißt, der hat da nichts gespeichert. Kreuzung zur Ampel hinzufügen. Achso, dann könnte ich eine zweite, damit das irgendwie taktmäßig läuft, oder was? Schritte hinzufügen, so. Mindestzeit eine, Maximalzeit eine. Ich hoffe, das sind Sekunden. Mindestzeit ist 20 Sekunden, maximale Zeit sind 30 Sekunden. Hinzufügen. Ach so, da müsste ich wahrscheinlich aber hier noch erstmal was umstellen, oder? Fahrende Fahrzeuge, wartende Fahrzeuge, Standard. Ja, eigentlich ist das schon okay so, oder was? Speichern, Schritt 1, Schritt hinzufügen.
Ja, das müsste jetzt einer. So, jetzt haben wir Schritt 2. Hoch, runter. Was heißt hoch, was heißt runter? Ach so, das heißt hoch und runter. Ich weiß nicht, was man hier machen soll. Verwaltung, Zeit, klicke auf eine Ampel innerhalb des Overlays, um ihren Zustand zu ändern. Verbinde die Change Mode Schaltflächen im Overlay. Change Mode. Im Overlay, Verwaltung, Zeit, gesteuerte Ampeln. Um Ampeln für verschiedene Richtungen hinzufügen. Ja, wenn man wüsste, was jetzt hier gemeint ist, ne? Also das bestimmt nicht. Jetzt läuft so. Die fahren immer noch und die fahren nicht. Das ist nicht das, was ich eingestellt habe. Eigentlich müsste man nur hier Vorfahrtsschilder hinmachen und so, ne? Okay, also sie wird von der Zeitsteuerung genommen. Also im Endeffekt, auch wenn da viele fahren und das länger dauert, die beiden sind jetzt ziemlich kurz dran und hier steht keiner. Eigentlich funktioniert die Ampel richtig gut. Lassen wir doch so, oder? Ist doch alles safe. Das lassen wir erstmal weg. Hier ist gar nichts mehr. Und hier hinten ist auch alles im grünen Bereich. Also das hat geklappt. Die Ampel funktioniert. Können wir so lassen. Aber hier ist wieder das nächste, oder? Gut, dann bedeutet das da einmal kurz gucken, wie es da aussieht. Ja. Die da unten schon wieder, ne? Steht da eine Ampel? Nee, ne? Nee, nur Stoppschild hier unten sogar. Die sollten fahren, tun sie aber nicht. Ich glaube, dann ändern wir da auch was, ne? Ja, wir haben irgendwas anderes noch ausgewählt. Das schließen. So. Das öffnen. Zeitsteuerung. Warte mal, das sind parkende Autos. Das ist gar kein Stau in dem Sinne. Okay. Was haben wir denn hier? Keine Ampel, ne? Ist jetzt auch nicht so wirklich vonnöten dann, ne? Ich weiß hier, hier ist das Problem, was wir wieder haben, dass die nicht durchfahren. Aber das können wir doch gerade ändern, oder? Damit machen wir das. Diese Kreuzung. Die fahren definitiv dahin. Die fahren dahin. Und die fahren auch dahin. Rein theoretisch sollte das jetzt flüssiger gehen.
Hier befinden sich drei Schilder, oder wie sehe ich das? Warum stockt das immer? Wegen den Fußgängern. Vielleicht reicht da hinten der Fußgängerüberweg und hier keiner, oder? Sind die parkenden Autos hier schlecht? Ich glaube ja, ne? Aber, oh, der rast durch. Aber die anderen stoppen hier. Spielt keine Rolle mit den parkenden Straßen hier, Autos. Können da ruhig wieder stehen. Ist ja breit genug, ne, oder? Es ist nur die Frage. Die Fußgänger müssten wir hier anders rüberkriegen. Mit einem Fußgängerüberweg, ne? Wo waren die denn hier? Ne, ne? Doch, da. Pflasterweg. Warte mal. Sieht so hoch aus, ist aber gar nicht so hoch, ne? Na, das... Oh, warte, da war was. Und die Seite soll mal drehen, ne? Runter. Und wir müssen mal dieses hier nehmen, ne? Dann geht das vielleicht auch. Es ist nicht wahr. Jetzt habe ich's. So, jetzt müssen wir den Zebrastreifen da hinten nur wegnehmen. Hoffen, dass die da oben dann rüberlaufen. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den Zebrastreifen weg, ne? Hat dieses Tool da auch noch was? Nee, auf jeden Fall nicht so. Parkverbote, Geschwindigkeitsbeschränkungen, Kreuzungsbeschränkungen. Das da nicht. Und da wollen wir das auch nicht. Und da wollen wir das auch nicht. Und jetzt sollten die dann eigentlich nicht mehr da langlaufen, sondern hier langlaufen. Entweder hier alle rübergehen oder am besten noch da oben rüber, ne? So, jetzt läuft's doch hier, oder? Der ist ja gut gewesen hier. Ist eine Einbahnstraße und das war ein Geisterfahrer. Hammer, oder? So, jetzt ist noch die Frage, müssen wir hier eine Stoppstraße haben? Ich glaube nicht. Kriegen wir jetzt die Ampeln da noch geändert, die Straße da noch geändert? Ich glaube, wir machen das so. So ist am besten. Okay. Jetzt ist doof, dass die immer noch hier anhalten. Haben die denn da irgendwelche Schilder stehen? Da steht rechts abbiegen nicht. Und da steht immer noch Stoppstraße, ne? Kreuzung. Weg. Okay.
Und jetzt dieses Teil sagt das so, okay. Ist die Frage, ob das jetzt so weiter klappt. Sieht aber eigentlich ganz gut aus, oder? Geht der da jetzt rüber? Ja. Ich hatte doch diese Kreuzung eben gesperrt. Ist auch so. Naja, einer, der möchte jetzt hier oben hingehen und dann darf der das auch. Es nimmt leider keiner die Brücke hier an. Vielleicht können wir das nochmal hier machen. Da keiner und da keiner. Vielleicht gehen sie dann über die Brücke. Jupp. Also die können alle hier hoch noch, wenn sie da weiterlaufen wollen. Und die anderen müssen da lang und schon haben wir den Verkehr, also nicht den Verkehr, sondern die Fußgänger geregelt vielleicht, ne? Wenn es denn funktioniert. So. Schauen wir mal, ob die Brücke denn noch angenommen wird. Also lang gehen kann man hier wohl. Hinkommen tun die. Tausende von Leute. Über die Brücke geht keiner, war klar, ne? Haben uns so viel Mühe gegeben und dann wollen die nicht über die Brücke, diese Himmelhunde. Jetzt gehen alle hier oben lang. Die gehen alle hier rüber. Um dahin zu kommen. Aber ja, nicht hier über die Brücke, ne? Das ist doch doof, oder? Kreuzung. Sperren, sperren, sperren. Und jetzt? Einer geht über die Brücke. Jetzt gehen alle über die Brücke. Sehe ich das richtig? Das ist auf jeden Fall ein ganzer Schwung, der jetzt mal hochgeht. Ich glaube, aber hier kriegen wir jetzt nicht irgendwie die Brücke noch hin, ne, oder? Aber man könnte vielleicht gucken, dass man den Fußweg unten runter herkriegt. Das können wir nochmal checken. Dann könnten die da lang gehen, ne, wenn sie wollten. Und da gehen auch schon welche lang. Auf jeden Fall gehen welche über die Brücke und es sind dann auch gerade zwei, die da hinten lang gegangen sind. Okay, dann hat das hier, denke ich, jetzt soweit geklappt. Aber dieses Tool funktioniert definitiv auch für Fußgänger schon mal. Das ist schon mal cool. Das hatte der Pumuckl auch geschrieben, ne, dass Fußgängerüberwege ganz wichtig sind und so. Das kenne ich ja schon. Das habe ich ja schon hier beherzigt in irgendeiner Folge. Und habe dann irgendwelche Brücken über die Autobahn da gebaut. Und naja, wir sehen auch in diesem kleinen Bereich funktioniert das ganz nett. Und dadurch, dass wir jetzt das mit den Zebrastreifen haben, dass die da verboten werden, rüber zu gehen, das ist dann richtig gut, ne? Gut, okay. Und dann haben wir das erst soweit. Ah, jetzt ist gerade eine Bahn angekommen, oder? Waren auf jeden Fall ein paar mehr, die hier lang gehen. Die jetzt hier lang laufen. Aber die laufen weit, weit weg. Das ist alles gut. Nochmal gucken hier, da. Also über der Brücke sind wieder welche unterwegs. Und vielleicht kann hier hinten auch einer noch lang gehen. Sieht zwar gerade nicht so aus, aber ist bestimmt so, dass da auch welche lang können, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall auch gelöst. Jedenfalls habe ich gedacht, dass wir das gelöst haben, weil wenn ich jetzt gerade hier hingucke, dann gibt es hier einen Rückstau und das liegt daran, dass es hier nicht vorangeht. Ah. Super, oder? Gucken wir mal, was wir da gerade noch zaubern können. Das hatten wir schon bearbeitet, funktioniert also. Das heißt jetzt,
Wir müssten das gerade einmal anders gestalten hier, sehe ich schon. Da haben wir auch, das war auch falsch dann, ne? Ne, das war schon richtig, das so zu machen. Ja. Wie lösche ich das denn? Aha, einer ist weg. Und jetzt muss ich noch den grünen anpacken, der nach da geht. Und dann ist der auch weg. So, und jetzt? Dieses ist keine Einbahnstraße. Würde es Sinn machen, eine Einbahnstraße rauszumachen? Das ist die Frage. Weil wo wollen die hin, die da sind? Die müssen ja gar nicht hier fahren, wenn die von da kommen. Die fahren ja im Kreis. Das bedeutet, wir sollten aus diesem Stück Straße eine Einbahnstraße machen, oder? Weil die hier reinkommen, die kommen von da, können da reinfahren und können da auch rausfahren. Das macht vielleicht Sinn, eine Einbahnstraße daraus zu machen. So, das bedeutet, wir bauen dieses, dieses oder auch dieses und basteln uns eine Einbahnstraße. So. So, und dann bedeutet das hier, dass wir hier definitiv eine Ampel setzen. Ampeln setzen. Da. Die jetzt auch da sind. Und dann können wir die auch noch einschalten, indem wir da grün geben, Change Mode machen und so machen. Und da, die dürfen wir sowieso nach rechts fahren, ne? Geradeaus geht ja sowieso nicht. So, eigentlich sollten die jetzt alle sofort fahren, weil sie ja alle grün haben. Der war gerade natürlich ganz schön dreist, weil eigentlich darf der da ja nicht so abbiegen, ne? Automatik, Automatik. Hier gibt's keine Fußgänger. Warum halten die jetzt an? Warum schaltet diese Ampel auf rot? Ach so. Ich müsste die auf immer grün stellen dann. Okay, hat jetzt auch nichts gebracht. Dann würde ich jetzt sagen, kann die Ampel auch weg, das bringt ja dann gar nichts, ne? Wir können aber mal gerade gucken, das geht doch auch hier irgendwie mit, ne? Den Pfeilen. Linke Spur nur da, rechte Spur da nicht. Passt. Und hier geht sowieso nicht geradeaus. Okay. Die ist von Hand verbunden. Okay. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass wir das dann auch wegnehmen können, oder? Ach so, nee. Das passt schon so. Aber der muss noch da. Genau, und der muss noch da. Passt, so ist richtig, ne? Jetzt haben wir das gesetzt, aber hier, wir müssen noch einmal hier reingucken, was diese Kreuzung sei. Da ist aber nichts gestellt. Hilft uns das noch? Ist die Frage, ne?
die biegen jetzt hier so ab, ne? Ja, aber okay, jetzt ist hier erstmal wieder nichts los. Hier staut sich's leider bis dahin. Hier ist, glaube ich, noch ein Schild von daher, oder? Genau, das machen wir mal weg. Die kriegen das so geregelt. Oh, die biegen jetzt sogar zweispurig ab. Können sie ja auch, ne? Weil wir hier eine Einbahnstraße gemacht haben. Macht das Sinn? Ach, eigentlich läuft's jetzt, ne? Ja, hier gab's auch noch ein Dingens, sag schon, einen Mod, den man da installieren könnte, damit das hier automatisch passiert. Das hat er auch noch der Pumuckl geschrieben. Und naja. Gebäude leert sich, passt also. Gebäude leert sich. Ja, das haben wir erstmal alles hier. Hier sieht's doch soweit eigentlich ganz gut jetzt aus gegenüber dem, was wir zuerst hatten. Ein paar Autos stehen da halt, das ist halt so, ne? Aber entspannt ist es doch, oder? Der blockiert da, weil er da nicht in das Werk reinfährt. Naja, okay. Aber das können wir erstmal so lassen. Gut. Dann sind wir hier auch an dem Flecken fertig. Dann müssen wir dann weiter gucken, wo wir demnächst hingehen. Hier zum Beispiel. Da sieht's ja auch nicht so doll aus. Da können wir bestimmt noch was machen. Gut, dann denke ich mal, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Kommentare gerne wieder, wie ich das ja mit dem Pumuckl und dem Michael hatte. Das ist immer schön. Das unterstützt auch so ein Video, dass das dann ein bisschen gepusht wird. Ich bedanke mich recht herzlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.